Hallo liebe Tischtennis-Freunde und damit herzlich willkommen zu meiner ersten Match-Reaction, nachdem die Saison jetzt vorbei ist. Ja, und gerade auch mal vorweg, ich habe diese Saison quasi genutzt, um auch einiges an Material, was ich mir bestellt habe, zu testen, um ein bisschen rum zu experimentieren. Ich habe vor 2 Jahren habe ich mal defensiv gespielt, also Abwehr mit dem TSP Köln P1 auf der Rückhand, 1,5 mm Schwamm, also richtig schön Abwehr mit einem Defensivholz und auf der Vorhand dem DAS. Und ich musste aber damit nachher aufhören, weil ich extreme Probleme mit dem Rücken hatte. Und ich einfach gemerkt habe, je mehr ich Abwehr spiele, je mehr ich unter den Ball gehe, umso schlimmer wird es mit dem Rücken. Darum bin ich nachher wieder aufs Offensivspiel zurückgegangen, wodurch ich dann auch nicht mehr so viele Rückenprobleme hatte. Und ja, wir werden jetzt im Einzelnen mal die Spiele von mir durchgehen. Ja, das, was eigentlich auch hier so mit auf dem Kanal geplant ist. Wir besprechen die Spiele, wie ich mich dabei gefühlt habe, was ich für Material gespielt habe. Und ja, weil da gibt es auch manchmal einiges zu erklären zu. Ja, nicht nur zum Material, sondern auch zu der Art und Weise, wie manche Spiele abgelaufen sind. Und ja, so im Nachhinein, wenn man dann mal selber aufgenommen hat und lässt dann mal so ein bisschen Revue passieren, wie man sich selbst an der Platte wahrnimmt, also während dem Spiel. Und das im Nachhinein dann sieht, das ist wirklich schon manchmal erschreckend. Darum empfehle ich auch meistens wirklich, um besser zu werden, nehmt eure Spiele auch mal selber auf. Jetzt nicht nur, um dann eigenen Kanal oder das bei YouTube hochzuladen und zu schneiden, sondern wirklich auch, um euch dann zu verbessern, um dann zu sehen, okay, wenn ich den Aufschlag mache für den Rückschlag mit der Beinarbeit, da stand ich falsch, da hatte ich einen falschen Balltreffpunkt. Da wurde mir auf den Ellenbogen gespielt, ja, und einfach so ein bisschen Spielanalyse machen, damit man das dann im Training auch trainieren und im nächsten Spiel besser umsetzen kann. Und damit starten wir jetzt auch die Reihe mit dem letzten Saisonspiel, was ich gemacht habe. Und zwar war das gegen den Marco Mohr aus Olympia Koblenz. Genau, und der gute Mann hat ja so 60, 70 Punkte mehr als ich gehabt. Und ich habe auf der Rückhand, habe ich den von Victors, den, boah, die Kurznoppe gespielt. Ich muss gerade nachher mal schauen, welche das jetzt genau war, welche das ist. Und auf der Vorhand habe ich den K3 in 2,0 mm gespielt mit dem Defensivholz von Sauer und Tröger mit dem Firestarter. Genau. Und jetzt schauen wir mal und bequatschen das Ganze dann auch noch im Match und ich erzähle euch dann noch ein bisschen was dazu. So, und damit wären wir jetzt hier beim Warm-up im Spiel, also bevor das Spiel beginnt von dem Marco und mir. Ja, also ein Kontern, egal was für Material ich habe, ob beidseitig offensiv, ob eine kurze Noppe auf der Rückhand, ob eine lange Noppe auf der Rückhand, OX oder Schwamm, also einspielen geht immer, ja. Also ich bin auch so ein richtiges Trainingsmonster, was Material angeht. Einspielen geht immer und dafür habe ich auch in den letzten Jahren einfach schon unendlich viel Material getestet. Und wie eben schon erwähnt, spiele ich in diesem Match auf der Rückhand eine kurze Noppe in 2,0 mm. Und zwar ist das der Spectrol S1, derselbe Kurznoppenbelag, den auch der Yuto Muramatsu spielt, der jetzt demnächst in Saarbrücken dann spielt. Und ja, was man dazu gerade noch sagen kann, ist, dass der Kurznoppenbelag, den habe ich schon mal auf dem Turnier gespielt. In einem Vorgabeturnier war das. Und da habe ich gegen zwei Jungs aus der Verbandsliga gespielt. Ich habe jeweils 3 Punkte, also bei einem 3 Punkte, bei dem anderen 4 Punkte vorbekommen. Und habe auch damit gewonnen. So, der einzige Unterschied war, dass ich auf der Vorhand nicht den K3 hatte, sondern den DAS.
den ich schon immer auf Defensivhölzern gespielt habe. Und ja, der Unterschied zwischen den Hölzern war wirklich gravierend. Und zwar war der Schläger jetzt fast 10 Gramm leichter. Und das hat man einfach gemerkt, wenn man unter den Ball gegangen ist, wenn man angegriffen hat. Ja, also ich bin jemand, ich brauche auf jeden Fall diese Schwere im Schläger. Ja. Und ja, es hat mir einfach so ein bisschen gefehlt. Und was mir aufgefallen ist, jetzt im Spiel selber, mal davon abgesehen, dass ich mich relativ dann schlecht bewege und nicht schnell genug umstelle und auch die von der Beinstellung schon mal ziemlich schlecht dastehe ab und zu, ja, dass ich einfach mit der kurzen Noppe nicht richtig unter den Ball gehe. Ja. Also ich gehe einfach nicht wirklich, also ich habe mir das immer vorgenommen, unter dem Ball, richtig unter den Ball zu gehen. Ja. Und habe den aber dann eher so auf, ja, auf Tisch ein bisschen höher als Tischhöhe genommen. Ja, und das ist einfach, das kann man mit diesem Belag nicht machen. Ja. Wenn man sich mal das bei von dem Duty anschaut, der geht richtig schön unter dem Ball jedes Mal. Ja, und hat auch den Schläger quasi vorm. Hat auch den Schläger dann vorm Körper und zieht den dann so runter. Ja. Ja, und da muss man einfach auch ein bisschen was an der Beinarbeit tun, am Balltreffpunkt, ja, wirklich dann unter den Ball gehen bei der kurzen Noppe, mal davon abgesehen, dass der Marco mich hier auch teilweise richtig abgeschossen hat. Ja. Ja. Und wenn man dann das andere Match sieht, ja, und wie ich gegen den Nick Rudert dann gespielt habe, ja, das ist kein Vergleich gewesen. Also der Marco hatte da gar kein Problem mit, hat auch schön offensiv gespielt und hat mich da gut in Bedrängnis gebracht. Und das war dann so ein Spiel, wo ich mir dachte, ha, vielleicht wäre das dann im Nachhinein besser gewesen, beidseitig offensiv zu spielen. Ja, aber muss auch sagen, dass das einfach leider in dem Match nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das hat im zweiten Spiel tatsächlich dann besser geklappt. Ja, auch mit dem Kurzablegen, dann zwischendurch mal beim Angreifen. Und da gerade der Abwehrball, den habe ich viel zu weit oben genommen. Ja. So, den muss man einfach mehr von unten dann nehmen, wenn man die kurze Noppe im Defensivspiel hat. Ja. So, die kurze Noppe kann man auch super im Konterspiel am Tisch nutzen. Aber das habe ich einfach zu wenig gemacht und auch noch zu wenig trainiert. Ja, und da hat der Marco dann auch mal eben 3-0 dann gegen mich gewonnen. Ja, und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil wie gesagt, ich habe da ein bisschen rumexperimentiert mit dem Material und bin auch noch immer ziemlich viel dran und teste auch ziemlich viel und ich mache das auch wirklich gern, damit ich auch dann dementsprechend, wenn ich dann mal wenn mich jemand nach Material fragt, auch dementsprechend dann was dazu erzählen kann. Und was mir selber in meinem Spiel aufgefallen ist, dass die Aufschläge von mir teilweise, wenn sie richtig flach mit Spin kommen, ja, und schnell, dann sind die für den Return vom Gegner echt schwer zu kriegen. Aber wenn ich die etwas langsamer mache und der springt dann zu hoch ab, ist meistens immer ein Punkt für den Gegner, ja. So, also, ja, mal davon abgesehen, dass der Marco wirklich auch offensiv super gespielt hat und ja, er hatte noch nach dem Spiel zu mir gesagt, er dachte schon jetzt nach den ersten 7 gespielten Bällen, die wir da gemacht haben, er würde sang- und klanglos untergehen, ja, weil da waren wohl 2-3 Bälle bei, da haben wir beide mal komisch geguckt, aber naja, war halt dann dementsprechend so, ich habe das Material auch da erst, glaube ich, eine Woche vorher mal getestet im Training und dachte mir dann so, ach komm, was hast du zu verlieren? Ja, weil das war jetzt mit der zweiten Mannschaft Bezirksliga oben, weil wir wegen Personal, weil ich dann immer oben spielen muss, ja, und in der ersten Mannschaft, weil Leute meistens fehlen, spiele ich ja dann auch schon mal Bezirksoberliga Mitte. So, das ist halt nicht da, wo ich aktuell mit meinen Punkten, mit meinem Trainingsaufwand hingehöre. Ja, ich bin halt eher so, ich sehe mich da eher so in der Kreisliga,
Kreisliga oben, Kreisoberliga unten, vielleicht da auch noch oben, ja, aber eher unten. So, das ist so das, wo das Milieu, wo ich mich auch wohlfühle, ja. Und für das andere, da muss einfach auch mehr beim Training kommen und auch regelmäßiger da Systemtraining gemacht werden. Und da habe ich aktuell noch keine Zeit für. Aber ich bin mir sicher, dass das so Stück für Stück jetzt über die nächsten Monate und Jahre sich noch verbessern kann. Und ja, das war's soweit jetzt vom ersten Video, von der ersten Match-Reaction von mir selbst. Und damit lasst gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal da. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach dann im nächsten Match gegen Nick Rudert. Da werde ich nämlich dann mal erzählen, wie ich mich da gefühlt habe, weil das Match ist komplett anders ausgegangen. Also macht's gut. Ciao, ciao.